Escalito vom Escola, der unter Hubertus Schmidt, dem Reitmeister im Olympiakader, steht. Dann die Zandura von Cornello Carpaccio Laval, gezogen bei Silvia Palstern-Horstma. Dieser herrliche Escola-Sohn, der sich noch einmal wieder weiterentwickelt hat, der in der vergangenen Saison vierjährig erfolgreich war, Reitpferdeprüfung siegreich mit 8,8 und vor allen Dingen auf der Westfalenwoche ganz hoch im Kurs stand. Ja, Jan hat es ja angesprochen, ganz anderes Blut. Mein Vater Escola natürlich in aller Munde, in Westfalen, den ganzen Jahrgang geprägt. Und dann haben wir natürlich gedacht, wir müssen uns ja auch blutmäßig, wir waren ja jahrelang doch hier von unserem D-Blut sehr, sehr gut und erfolgreich gelebt, aber es geht ja nicht nur mit unserem Donnerhalbblut, sondern wir brauchen aus anderen Zuchtgebieten auch immer wieder Top-Hengste dazu. Und das E-Blut ist gerade natürlich in Westfalen brandaktuell. Und dann haben wir diesen Hengst gesehen, der wurde Vize-Champion auf der Körung, Reservesieger. Und er hat drei tolle Grundgangarten. Weißt du, im ersten Jahr hat er sich hier dreijährig so ein bisschen noch vielleicht so ähnlich gezeigt wie unser Flamand eben am Anfang. Bisschen unscheinbar. Naja, die Züchter waren nicht gerade euphorisch. Vierjährig kam dann schon der ein oder andere an und sagte, ach Mensch, ja, hat sich ja doch ganz schön gemacht. Ja, jetzt fünfjährig, wir waren beim K&K Cup in Münster. Top präsentiert, man sprach von unserem Escalito. Und speziell mit dem tollen Holsteiner Blut, Cornelli Carpaccio. Carpaccio hat hier mal bei uns Hengstprüfung gemacht. Und ich glaube sogar gewonnen oder Zweiter. Dressurindex hat er jedenfalls gewonnen. Bleib mal auf dem Zirkel, mach mal Galopp. Also das ist ein ganz interessant gezogenes Pferd. Und Sie sehen diesen leichten spielerischen Bewegungsablauf, kraftvoll durch den Körper. Und zwar in allen drei Grundgangarten. Ein bisschen nach vorn. So, und der nächste lange Seite, Hanna, mal ein bisschen zulegen. Das sieht ganz wunderschön aus so. Einmal ein bisschen die große Galoppade, nicht? Das ist Motor. Das ganze Pferd ist in Bewegung. Und mit dem machen wir jetzt auch im März noch Sportprüfung fünfjährig. Und auch dann ist die Idee, Quali-Bundeschampionat, Sichtung Weltmeisterschaft, alles, was einer fünfjährig machen darf. Dieser Schluss im Körper, das hat ihn schon als Junghengst ausgezeichnet. Jetzt mit dem Kraftzuwachs, aber das kann der Reitmeister zu meiner Rechten ja noch viel besser beurteilen als ich. Ja, dies ist ein komplexes Pferd. Ich sehe in den Hengsten natürlich immer wieder das Reitpferd, das auch mal als höchstes Ziel irgendwann mal, wenn alles in die richtige Richtung geht, Grand Prix geht, die höchste Dressuraufgabe und schwierigste, die es gibt. Er hat alle Voraussetzungen und ich kenne diese Linie von Ehrentusch und weiter zurück, Ehrensold, Ehrenschild. Es waren alles Pferde mit einer wunderschönen Hinterhand, immer bereit zu arbeiten, habe selbst einen Ehrengold, der war Vollbruder zu dem Ehrentusch, Landbeschäler in Warendorf. Er ist diesem Ehrentusch sehr ähnlich, ein Pferd immer bereit, Höchstleistung zu bringen. Das fordert natürlich den Reiter. Wenn man dann da vorsichtig mit umgeht und die richtige Richtung einschlägt, hat man einen tollen Mitarbeiter, der niemals aufgibt und das zeichnet diese Linie von Ehrensold, Ehrenschild oder auch dann hinterher jetzt von ihm selbst aus. Wir haben gesehen, die Arbeit in der Trap-Tour ist vorbildlich, immer fleißig nach vorne gehen. Sie brauchen da nicht so viel drauf zu arbeiten, sondern das Pferd hat selbst so viel Go nach vorne und das ist faszinierend und eine Galoppade auch immer nach vorne
Man muss zwar als Reiter immer aufpassen, dass man das nicht zu sehr ausbremst und die Freiheiten gibt, aber dann hat man wirklich ein tolles Pferd. Ich bin gespannt, auf dieses Pferd später mal so in den großen Prüfungen zu sehen. Und Sie sehen, meine Damen und Herren, im ersten Jahr war das auch im Schritt noch ein bisschen hastig und beim Übertritt. Und dann wird ja auch immer schnell geredet, das ist nicht und dies ist nicht. Jetzt sehen Sie, ein, zwei Jahre später, gearbeitet, entspannt. Ein Pferd mit Grundgangarten, die auch deutlich über 18, wir können auch sagen 9, alle drei Grundgangarten. Tolle Rittigkeit. Na, das war ich. Komm, so, sie ist aber gut, ne? Ja, was wollen wir mehr? Was soll ein fünfjähriges Pferd, lässt sich versammeln, Fuß ab, immer bergauf. Tolles Blut, toll zu reiten. So, dann noch mal einmal hin und her wechseln. So, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Das große E auf dem Klosterhof. Escalito, fünfjährig. Emal Holstein. Weitermachen, auch wenn da dieses kleine Musikloch ist in diesem Titel. Jetzt haben wir den Takt, den Rhythmus. Halleluja!